Was geht ab, Leute? Ich bin's Alex und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich stelle euch heute wieder Hype News vor und einmal kurz vorab, wundert euch nicht über die Location. Ich weiß, die ist ein bisschen komisch, aber wir sind gerade beim Arbeiten und ich wollte einfach schnell noch das Video für euch machen. Deswegen einmal nicht wundern, ist halt nicht gewohnt. Und eine weitere Sache, die ich noch sagen wollte, checkt auf jeden Fall mal das letzte Video von mir aus. Ich habe mega viel Mühe da reingesteckt und mich würde es freuen, wenn ihr das einfach auscheckt, es liken, einen Kommentar da lasst. Genauso wie dieses Video dürft ihr natürlich auch liken. Und ja, wie gesagt, würde mich freuen, weil ich habe da locker 15 Stunden Schnittarbeit reingesteckt. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass ich jetzt das Hype News wieder so normal aufbauen werde, weil unter dem letzten Video waren gespaltene Meinungen zu dem Video, wie ich das machen soll. Deswegen mache ich das jetzt einfach wie gewohnt und werde dann vielleicht das nächste Video ein bisschen wieder anders machen und werde immer so ein bisschen dazwischen wechseln. So, fangen wir an mit den Sneaker Releases. Ich finde, da sind auf jeden Fall ein, zwei sehr, sehr geile Releases dabei. Und zwar kommen am 11.10. direkt drei verschiedene Colorways von den Nike React Element 87. Und da kommen auch meiner Meinung nach mal wieder richtig, richtig geile Colorways. Und zwar finde ich eigentlich alle drei von denen ziemlich cool. Ich blende euch die hier einfach mal alle ein. Mein Favorit ist der orangene, also der mit den orangenen Akzenten und dann der mit den türkisen Akzenten, weil das Upper dann halt so hell ist, wie bei dem OG Colorway, sage ich mal. Und ich denke auch, dass die beiden Colorways dann den meisten Resale-Wert haben werden. Er kostet ja 160 Euro Retail und ich denke mal, dass man den Resale so für um die 230, 250 Euro vielleicht sogar auch mehr wegkriegen kann, weil die Colorways sehen meiner Meinung nach echt wieder gut aus und deswegen kann ich mir halt echt vorstellen, dass man mit dem den einen oder anderen Pfennig verdienen kann. Also falls ihr unbedingt resale wollt, dann könnt ihr das mit denen, glaube ich, sehr gut machen. Würde mich aber freuen, wenn ihr euch den kauft, dass ihr den dann einfach auch tragen würdet. Also wie gesagt, kommt am 11.10., kostet 160 Euro Retail, kann man bestimmt gut resellen und ist auf jeden Fall ein sehr cooler Schuh. Weiter soll es dann am 13.10. mit zwei verschiedenen Colorways von dem Zoomfly SP in der Kollabo mit Off-White geben. Ist meiner Meinung nach auch einer der cooleren Silhouetten von der Off-White-Kollabo, also von der The Ten-Kollabo. Der kommt jetzt eben in Pink und in Schwarz raus. Ich weiß auch noch gar nicht, ob der 100%ig am 13.10. kommen soll. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal verschoben wird. Aber bei den Converse zum Beispiel, den habe ich beim letzten Video nicht mit reingenommen, weil ich dachte, ach, der wird ja eh verschoben, weil das jetzt zu kurzfristig ist. Und dann kam da am Ende wirklich und da will ich mich nochmal entschuldigen, dass ich den nicht reingenommen habe. Ihr dürft mich aber gerne mal auf Instagram abonnieren, weil ich habe das dann in meine Story gepackt. Für die Leute, die mich halt auf Instagram abonniert haben, haben die Information trotzdem noch bekommen. Aber eben leider nicht mehr im Video. Wie gesagt, tut mir leid nochmal deswegen, aber der kommt am 13.10., soll 170 Euro kosten und ich denke auch, dass da der Resale-Wert auf jeden Fall ein bisschen nach oben gehen wird. Beim Schwarz natürlich mehr als beim Pinken. Außerdem kommt noch am 17.10. ein Adidas EQT ZX 930. Auf jeden Fall ein sehr langer Name. Ich finde aber, das ist ein ganz cooler Basic-Schuh, auch mal wieder ein Adidas-Schuh. Meiner Meinung nach einfach ganz gut aus. Mir gefällt der Colorway und der kostet 170 Dollar. Also ich glaube, irgendwas mit 170 Euro dann auch. Deswegen ist jetzt nicht der teuerste Schuh. Sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht schlecht aus und ist bestimmt nicht schwer zu bekommen. Dann noch einmal eine Nachricht kurz zwischendurch. Und zwar hat Kors so ein bisschen neue Sachen angeteasert von der Kollabo zwischen Kors und Sesamstraße sozusagen. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt diese Kors-T-Shirts mit diesen blauen Ernie Krümel Monster? Nein, oder? Ich weiß es nicht, aber da gibt es ja diesen Ernie und sowas. Und auf jeden Fall hat Kors jetzt neue Motive, sage ich mal, angeteasert auf deren Instagram-Account. Und da werden wahrscheinlich jetzt noch neue Produkte eben droppen und eventuell auch so Figuren dann eben von Kors. Finde ich auf jeden Fall ist ganz cool. Ich mag oder mochte die Kollabo, die Kollabos oder eben, was heißt Kollabos? Ich weiß nicht mal, ob das eine Kollabo ist. Aber die T-Shirts oder sonst was, Pullis, eben Collection davor, mochte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und finde die jetzt, oder die Sachen, die jetzt rauskommen sollen oder irgendwann rauskommen, auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Deswegen, falls ich dann irgendwann mal dazu Informationen habe, werde ich das euch dann sagen. So, kommen wir jetzt einmal zum Supreme Drop. Der ist am 11.10. um 12 Uhr morgens, eben wie immer, am Donnerstag um 12 Uhr morgens. Und ich stelle euch einfach mal die Sachen vor, die ich am coolsten finde. Es gibt auf jeden Fall neue Sachen, die ganz interessant sind. Die werde ich euch auch einfach dann mal vorstellen. Eine Sache kurz vorab, damit ich das nicht immer wieder sagen muss. Es wurden bis jetzt noch keine Preise geleakt, weil ich das Video immer früher mache, um das überhaupt hinzukriegen und es uploaden zu können. Deswegen kann ich euch einfach nur die Produkte nennen, vielleicht ab und zu einen geschätzten Preis oder sowas. Als erstes finde ich die Headbands ganz cool. Die kommen von New Era und da steht einfach Supreme drauf. Kommen fünf verschiedene Colorways, finde ich auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Trage jetzt nicht so gerne wirklich Headbands, aber sehen auf jeden Fall nicht schlecht aus. Zum Preis, ich denke mal, die werden so 30, 35 Euro kosten. Dann finde ich die Gore-Tex Cord Jacket ganz cool. Ist, glaube ich, eine Winterjacke, sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Steht hier halt auf der einen Seite Gore-Tex drauf, auf der anderen Seite Supreme.
Und die gibt es auch in mehreren Colorways. Ich finde die komplett schwarze Jacke oder die weiße mit dem roten Akzent am coolsten zum Preis da. Ich denke mal, dass sich das so bei 252 Euro einreihen wird. Dann soll das Printed Arcs SS Top kommen. Ich weiß nicht, ob das Summer Season bedeuten soll. Auf jeden Fall steht da einfach Supreme drauf, ist ganz schlicht und denke mal, es wird so 40 Euro kosten. Dann etwas Neues, und zwar kommt Supreme Hanes Thermal Pants raus, also im Prinzip so wie Skiunterwäsche und das eben von Hanes. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen, aber vielleicht so zum Chillen ganz cozy oder halt, wenn man eben beim Skifahren wirklich so eine Hose haben will, ist das auf jeden Fall ganz interessant. Und dazu kommt eben noch genau das gleiche eben dann wie in Ski-Unterwäschen Oberteil, auch von Hanes eben. Dann finde ich noch ganz cool, es kommen so Supreme-Marker raus. Ich habe jetzt vergessen, was ist, also Graffiti-Marker einfach, kommen halt in Schwarz und in Rot raus. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Und falls man so Graffiti interessiert ist, kann man ja mal die sich gönnen. Obwohl das eigentlich auch todesunnötig ist. Also ist nicht wichtig. Dann finde ich noch den Windstopper Zip Hooded Sweatshirt ganz cool. Ist glaube ich auch in der Kollabo mit Gore-Tex. Und Windstopper, ich denke mal, dass der dann, sag ich mal, windgeschützt ist. Sieht auf jeden Fall sehr entspannt aus, der Pulli. Und keine Ahnung, finde ich, sieht schlicht aus und könnte man sich an sich kaufen, aber auch an sich nichts Besonderes. Dann kommen noch Gore-Tex Pants raus, also so Trackpants, ein auf denen. Die kommen passend zu den Jacken raus. Ich bin kein Fan von denen, aber ist auf jeden Fall auch nicht so schlecht für die Leute, die sich dafür interessieren. Und zu guter Letzt finde ich noch den Wool Trench Coat ganz cool. Der wird wahrscheinlich aber wieder arschteuer sein und es gibt den halt in Orange und in so ein Schwarz. Das Schwarz ist nicht ganz schwarz, deswegen gefällt es mir nicht so und das Orange ist halt sehr, sehr gewagt. Aber an sich finde ich solche Sachen ziemlich cool, würde ich mir auch gerne ein paar mehr kaufen. Aber wie gesagt, ich bin in Australien, hier kommt jetzt der Sommer, für mich lohnt es sich nicht, irgendwelche Wintersachen zu kaufen. Denn ich komme im Prinzip, okay, wenn ich wieder zurück bin, ist es noch kalt in Deutschland. Aber es lohnt sich trotzdem nicht irgendwie für mich, sowas zu kaufen. Ach ja, es kommen noch Beanies raus oben, also hier steht dann ganz klein Supreme drauf, sind auf jeden Fall schlicht und sehen ganz gut aus. Noch einmal ganz kurz was zum Palace Drop, ich stelle euch da auch mal meine Favorite Pieces vor, die kommen am Freitag raus. Und zwar finde ich einmal die Shoulderbag ganz cool, die ist ganz schlicht, da steht einfach Palace drauf und ist meiner Meinung nach eigentlich sehr, sehr cool. Dann finde ich noch das Crewneck mit dem großen P drauf, auch ganz cool. Sieht meiner Meinung nach ganz interessant aus, dass da so ein Dude ist eigentlich, also dass das P ist wie so ein Mensch, hält ein Getränk in der Hand. Sieht auf jeden Fall ganz lustig aus und dazu gibt es, oder sowas ähnliches, gibt es dann im Prinzip noch als normalen Hoodie. Steht auch einfach ein P drauf und dann ist das noch so ein bisschen verziert, also das ist glaube ich dann ein Lagerfeuer. Sieht auch meiner Meinung nach ganz interessant aus. Und dann finde ich noch die Jacke ganz cool. Ich mag einfach das schlichte Palace-Logo und das ist halt hier vorne auf der Brust relativ klein. Sieht meiner Meinung nach auf jeden Fall ganz gut aus und ja, das war's. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall mal meinen Instagram-Account aus und die ganzen Links unten in der Beschreibung. Wie gesagt, oder wie ich das schon so oft gesagt habe, da gibt es einiges zu sehen und einiges zu kaufen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, checkt auf jeden Fall mein Video von gestern aus. Wie gesagt, ich habe da so viel Zeit reingesteckt und ich würde mich freuen, wenn das ein bisschen gewürdigt wird und ihr euch das anguckt und ein Like da lasst. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Willst du auch ciao sagen? Schnuffel? Bend your chest open so I can read your heart. I need to get inside or I will start a war.